Fühlst du dich manchmal in deinem Leben wie eine Gefangene, die hilflos mit ansehen muss, wie sich die immer gleichen Fehler und mittelmäßigen Umstände Jahr für Jahr wiederholen? Bist du es leid, die immer gleichen Vorsätze zu schmieden, die sich dann doch nicht erfüllen? Möchtest du deinem Leben eine andere Richtung verleihen, aber du weißt nicht wie? Dann suche nicht länger, denn ich habe dir heute 11 Fragen mitgebracht, die dir glasklar vor Augen führen, was in deinem Leben aktuell nicht rund läuft und wie du die Weichen stellen musst, damit es im nächsten Jahr besser wird. Mein Name ist Katharina, ich bin promovierte Psychologin, Bestseller-Autorin und Expertin für positive Psychologie, also die Wissenschaft vom gelingenden Leben. Ich helfe Menschen, glücklicher zu werden. Das mache ich jetzt seit über 10 Jahren und die Reflexion am Ende des Jahres ist da ein ganz wesentlicher Bestandteil, weil wir nur dann wissen, was wir in unserem Leben ändern können, wenn wir uns mit dem Status quo auseinandergesetzt haben. Wenn wir also mal geschaut haben, welche Verhaltensweisen, Gewohnheiten und Umstände zu den immer gleichen Problemen führen. Alles andere ist nämlich einfach nur Wunschdenken. Wenn wir uns hinsetzen und uns einfach nur überlegen, was wir im nächsten Jahr gerne haben möchten oder welche Meilensteine wir erreichen wollen. Das kann man natürlich mal machen, aber das hat mit der Lebensrealität der allermeisten Menschen einfach nichts zu tun. Und das ist dann auch der Nummer-1-Grund, warum diese substanzlosen Vorsätze immer wieder scheitern. Wir müssen erstmal das Groundwork legen und das machen wir mit diesen 11 Fragen. Frage Nummer 1. Wenn ich dem vergangenen Jahr eine Schulnote geben könnte, also von 1 bis 6, welche wäre das und warum? Diese Frage bringt dich erstmal dazu, grob über das vergangene Jahr nachzudenken und zu überlegen, hat mir das eigentlich gefallen und wenn nein, was sind denn die Gründe dafür? Übrigens, schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, welche Note du deinem letzten Jahr geben würdest. Bin gespannt, was da so zusammenkommt. So, und das führt uns jetzt direkt zu Frage Nummer 2. Was hat mir denn im vergangenen Jahr nicht gefallen? Womit war ich unzufrieden? Und da kannst du jetzt wirklich mal schauen, was sind denn die Gründe, warum du dem vergangenen Jahr vielleicht nur eine 3 gegeben hast, nur eine 4, vielleicht sogar eine 5 gegeben hast. Oder auch eine 2. Irgendwas hat ja gefehlt zu 1. Also was sind die Gründe dafür? Und natürlich kannst du an dieser Stelle auch überlegen, was sind die Dinge, die dir gefallen haben. Den Blick auf das Positive zu richten, das ist eine spannende Frage und eine gute Frage, aber sie dient ein bisschen einem anderen Zweck, weil hier wollen wir uns ja jetzt damit beschäftigen, rauszufinden, wie wir das nächste Jahr gestalten wollen. Und dafür müssen wir uns in erster Linie angucken, womit wir unzufrieden sind. Denn die Unzufriedenheit ist der Motor für die Veränderung. Das ist das, was uns dazu bringt, zu sagen, so soll es nicht weitergehen, ich möchte etwas ändern. Frage Nummer 3, welche Überschrift würde ich dem vergangenen Jahr geben? Diese Frage ist jetzt keine Notwendigkeit, um deine Ziele fürs Nächste herauszufinden, aber es ist eine ganz spannende Frage, weil sie uns so ein bisschen zwingt, das Ganze auf eine Essenz runterzubrechen, wirklich auf den Kern, was mir dieses vergangene Jahr bedeutet hat. Kommen wir jetzt zu den entscheidenden Fragen, um dir über deine Ziele im nächsten Jahr klar zu werden. Das ist Frage Nummer 4. Wie sehr habe ich im vergangenen Jahr das Leben geführt, das ich führen möchte? Und damit meine ich, wir alle haben doch so ein bisschen eine Vorstellung davon im Kopf, wie wir eigentlich leben wollen. Ohne, dass wir jetzt genau wissen müssen, womit wir unsere Zeit füllen. Aber man hat so eine Idee von, ich will einfach viel Zeit mit meinen Kindern verbringen, schöne Dinge unternehmen oder ich brauche viel Zeit für mich oder ich möchte einfach so einen sehr gesunden Lifestyle leben. Und da mal zu schauen, okay, wie nah war ich denn im vergangenen Jahr eigentlich an dieser Vorstellung dran? Weil normalerweise, wenn wir uns einfach nur hinsetzen und unsere Vorsätze überlegen, dann denken wir viel mehr in Meilenstein. Wir denken in, das will ich erreichen, das will ich haben. Ich will heiraten nächstes Jahr oder ich will ein Buch schreiben. Und das sind ja einzelne Momentaufnahmen in unserem Leben, die aber überhaupt nicht unser Leben definieren. Das definiert sich ja durch Montag bis Sonntag, durch unseren ganz normalen Alltag. Und da blickst du eben viel mehr drauf, wenn du dir diese Frage stellst, wie sehr konnte ich das Leben führen, das ich führen möchte? Und im Anschluss dann natürlich auch die Frage Nummer 5. Was müsste ich ändern, um mehr das Leben führen zu können, was ich führen möchte? 4 und 5 lassen dich so ein bisschen mehr auch auf die Umstände und Abläufe in deinem Leben blicken. Also vielleicht auch sowas wie, bei mir kam da jetzt im letzten Jahr, was mein Babyjahr, also mit dem zweiten Kind war, kam da halt auch viel auf. Ich hatte nicht genug Zeit für mich, ich hatte nicht genug Zeit für die Arbeit. Also solche Umstandsfaktoren, sage ich mal, die sind auch sehr spannend, darüber nachzudenken, inwiefern man die vielleicht auch beeinflussen kann im nächsten Jahr. Aber daran schließen wir noch Frage Nummer 6 an. Wie sehr konnte ich im vergangenen Jahr der Mensch sein, der ich sein möchte? Und diese Frage lässt sich noch mal ein bisschen mehr auf deine eigenen Gewohnheiten blicken, auf so Überlegungen wie, klar, war die Zeit knapp oder was auch immer, ne? Die Umstände waren nicht ganz optimal, aber ich war vielleicht auch nicht so diszipliniert, wie ich es gerne sein möchte. Oder ich war nicht so geduldig mit meinen Kindern, wie ich es eigentlich gerne sein möchte. Und auch hier schließt sich wieder die Frage, Frage Nummer 7 an.
Was müsste ich ändern, um mehr der Mensch sein zu können, der ich sein möchte? Frage Nummer 8 lautet: Habe ich meine Ziele aus dem Vorjahr erreicht? Und wenn nein, was hat mich daran gehindert, sie zu erreichen? Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz spannender Aspekt, eine ganz spannende Reflexion, die du anstellen kannst. Einmal, weil es dir auch zeigt, so ein bisschen, wie viele Ziele sind auch realistisch, wie viele Vorhaben sind realistisch. Meistens ist es ja so, dass wir irgendwie ein paar unserer Vorhaben erfüllen konnten, aber eben einige andere auch nicht. Das gibt dir immer schon mal ein gutes Gefühl für, okay, vielleicht sind 10 Sachen auch zu viel. Und zum anderen natürlich zu schauen, warum habe ich die denn nicht erreicht? Was hat mich denn gehindert? Das ist natürlich ein super fruchtbarer Boden für die Planung fürs nächste Jahr. Denn hier solltest du ja ansetzen. Darauf musst du aufbauen, damit deine diesjährige Planung sozusagen mehr Substanz hat und realistischer ist als die aus dem Vorjahr. In Frage 9 und 10 blicken wir nochmal auf deine Gewohnheiten allgemein. Und zwar Frage 9: Welche Gewohnheiten und Verhaltensweisen tun mir sichtlich gut? Beziehungsweise helfen mir, meine Ziele zu erreichen? Und Frage 10, das Pendant: Welche tun mir nicht gut oder welche hindern mich an der Zielerreichung? Hier nochmal auf deine ganz konkreten Gewohnheiten zu blicken, ist immer auch ganz spannend, weil manchmal ergeben sich ja im Laufe des Jahres auch irgendwelche, es spielen sich irgendwelche Verhaltensabläufe und Gewohnheiten ein, wo du dann am Ende merkst, hey, das hat mir eigentlich ziemlich gut getan oder das hat mir richtig geholfen dabei, die Mutter sein zu können, die ich sein will oder im Job so zu performen, wie ich es möchte. Und auf der Gegenseite sind dann natürlich auch diese Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die uns vielleicht immer wieder davon abhalten, so zu sein und so zu leben, wie wir es eigentlich möchten. Das nochmal vor Augen führen, hilft dir auch zu sehen, okay, was will ich im nächsten Jahr fortführen und wo muss ich jetzt wirklich mal was ändern, weil sonst habe ich immer wieder die gleichen Probleme. Und in Frage Nummer 11 führen wir das Ganze zusammen, nämlich: Welche Vorhaben ergeben sich daraus für das neue Jahr? Was möchtest du umsetzen? Am besten machst du die Planung ja schriftlich und hast jetzt deine ganzen Notizen, kannst die nochmal durchsehen und kannst eben schauen, okay, ich merke schon, diese und jene Umstände und Gewohnheiten sind problematisch, da muss ich irgendwie ansetzen. Was kann ich denn da ändern? Wie kann ich das irgendwie fürs nächste Jahr besser gestalten? Welche Gewohnheiten von mir muss ich unbedingt angehen, damit ich im nächsten Jahr ja mehr das Leben führen kann, was ich führen möchte? Wenn du diese 11 Fragen beantwortet hast, hast du jetzt also eine Liste erstmal ungeordnet, eine Ideensammlung von Vorhaben, Vorsätzen, Zielen für das nächste Jahr. Die gilt es jetzt natürlich in eine konkrete Planung zu übersetzen, damit das Ganze keine Luftschlösser bleiben. Nicht einfach irgendwie. Es gibt dabei etwas, was du unbedingt beachten musst. Eine Frage, die du dir unbedingt stellen musst, damit du überhaupt eine Chance hast, dass es im nächsten Jahr besser wird als dieses Jahr, damit du deine Vorsätze auch wirklich erreichen kannst. Was das für eine Frage ist, das verrate ich dir nächste Woche. Cliffhanger, ich weiß. Aber nächste Woche kriegst du nämlich noch ein ausführliches Planungsvideo von mir, wie du deine Vorhaben jetzt in eine konkrete Planung übersetzt, und zwar so, dass es auch wirklich klappt mit dieser alles entscheidenden Frage. Also schalte nächste Woche unbedingt wieder ein, abonniere am besten auch jetzt gleich nochmal den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du daran erinnert wirst, damit du dieses Video nicht verpasst und damit deine Planung dann auch echt wasserdicht ist. So, und jetzt habe ich noch ein kleines Geschenk für dich. Und zwar bekommst du von heute an eine Woche lang 20% auf alle meine Selbsthilfekurse. Gib dazu einfach beim Bestellformular in das Gutscheinfeld den Rabattcode Weihnachtsliebe ein. Ich mache das, weil mich in letzter Zeit wieder einige Nachrichten erreicht haben von Menschen, die gerne an meinen Kursen und Programmen teilnehmen möchten, aber bei denen das Liebegeld einfach gerade knapp ist. Und ich finde immer, daran soll es einfach nicht scheitern. Außerdem soll das auch ein Dankeschön sein für ein weiteres wunderbares Jahr zusammen. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass du bei mir bist und dass wir gemeinsam diese Reise gehen können. Und natürlich auch ein kleiner Anreiz, dass du dir die Hilfe holst, die du vielleicht im neuen Jahr für dich haben möchtest oder auch einfach brauchst. Also 20% eine Woche lang, gib dazu einfach den Code Weihnachtsliebe ein. Ich freue mich, dich nächste Woche hier wiederzusehen und wünsche dir alles Gute und viel Spaß beim Reflektieren. Liebe Grüße.